Natürlich bleibt auch die bekannte Parfümeriekette Douglas nicht von wirtschaftlichen Turbulenzen verschont. Das Ergebnis scheint nun zu sein, dass Douglas Filialen schließen wird und damit auch Angestellte in die Arbeitslosigkeit schicken werden. Auch eine Folge der Pandemie. Douglas plant angesichts des Siegeszuges des Onlinehandels Filialschließungen in ganz Europa. Wie das Manager-Magazin berichtet, wolle Douglas bis zu 500 der europaweit knapp 2400 Standorte schließen. Das Branchenfachblatt Lebensmittelzeitung berichtete, die Schließungswelle könnte sogar mehr als 500 Filialen betreffen. In Österreich gibt es 45 Douglas-Geschäfte. In Deutschland sollen mehr als 50 der 430 Filialen geschlossen werden. Eine Unternehmenssprecherin wollte die Berichte nicht kommentieren. Douglas-Chefin Tina Müller hatte allerdings bereits im Sommer betont, die Kundennachfrage ändert sich. Es gibt einen Trend weg vom stationären Einkauf zum Online-Shopping. Diesem Strukturwandel müssen wir Rechnung tragen, indem wir das Filialnetz überarbeiten.